Himmlischer Vater, wir kommen zu dir, um dir zu danken, dass du uns immer wieder suchst, dass du uns retten möchtest und dass du uns die Verheißung gegeben hast, dass du uns nach deinem Ebenbild wiederherstellen möchtest. Und so wie wir das gelesen haben, Herr, so möchten wir das auch erleben. Und ich möchte dich bitten, dass du in unserem Herzen kommst, jetzt und hier, dass du uns veränderst durch den Einfluss deines Heiligen Geistes. Herr, es gibt so viele Sachen, worüber wir dich danken können, die uns vielleicht nicht bewusst sind, aber wir möchten dich besonders danken dafür, dass es, wie wir auch gehört haben, immer noch Leute gibt, die dich suchen, die offen sind für deine Botschaft und möchten auch mit diesen Leuten sein. Besonders möchte ich dich bitten für Rebecca, dass sie sich vorbereitet auf die Taufe nächste Woche. Sei mit ihr, mit deinem Heiligen Geist und lenke ihre Wegen. Wir möchten dich auch danken für Luise, Herr, für die guten Nachrichten, dass du sie auch unterstützt hast bei dem Kampf gegen den Krebs und möchte dich bitten, dass du auch weiterhin mit ihr bist. Sei mit all diejenigen, die hier sind, versammelt und auch die hier nicht kommen konnten oder wollten und segne dein ganzes Volk auf der ganzen Erde. Sei auch jetzt in dieser Stunde mit uns, führe unsere Gedanken und lenke auch die Worte des Sprechers und tu uns so mehr, als wir erdenken und erhoffen können. Und wir danken dir für deine Gnade in Jesus Christus Namen. Amen. Ich habe heute eine interessante und zugleich wichtige Botschaft zu verkündigen und ich hoffe, wir alle werden als gesegnete Leute, Nachfolger Jesu hier die Versammlung verlassen. Der Text lautet folgendermaßen, da heißt es, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist,
sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Gott fordert uns hier zu etwas auf. Warum? Warum sagt Gott zu uns, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist? Warum sagt Gott, dass viele falsche Propheten ausgegangen sind in die Welt? Und warum sagt uns Gott durch sein Wort, prüft die Geister? Generell wird von den meisten Menschen auf dieser Welt alles angenommen, was sich hinter dem Deckmantel oder mehr oder weniger ein christliches Etikett hat. Ja, es wird ohne Probleme, unkritisch angenommen. Und wenn eine neue Theologie aufkommt, was passiert dann? Es kann sein, dass unter dem christlichen Deckmantel etwas involviert wird, Dinge eingeführt werden, die aber von einem anderen Geist inspiriert sind. Und das hat immer in der Geschichte des Volkes Gottes negative Folgen gehabt. Das war so. Ja. Glaubst du an die Götter? Geht's bergab. Glaubst du an Gott, geht's bergauf. Die Geschichte ist hier vielseitig im Worte Gottes. Ich sage mal, deutlich dargestellt, und wir kennen sicherlich viele dieser Geschichten. Laut oben zitiertem Bibeltext gibt es hier viele falsche Propheten, die unter Satans Führung Erstaunliches bewirken. Und die Abschiedsrede von Paulus an die Epheser deutete etwas an. So habt nun Acht, spricht Paulus hier zu den Ältesten von Ephesus, auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und dann führt er weiter an, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Und der nächste Punkt ist der, dass er betont, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren. An anderer Stelle oder an einer weiteren Bibelstelle lesen wir, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Wenn wir das lesen, ein bisschen tiefer sacken lassen, womit müssen wir uns auseinandersetzen oder auch anfreunden? Uns muss klar werden, dass wir hier aufgrund dieser Aussagen auch leicht zu täuschen sind. Und daher, und das ist wirklich wichtig für jeden einzelnen wahren Nachfolger Jesu Christi, daher ist es wichtig, dass wir prüfen. Prüfen, was uns gesagt wird. Dass wir prüfen, was uns vermittelt wird. Als ich in der Schrift durch meine Brüder und meine Schwestern unterwiesen wurde, in den Anfängen meines adventistischen Glaubens, prüfte ich, was sie sagten. Wir kamen gemeinsam hier zum Gottesdienst. Ich konnte prüfen anhand der Aussagen in der Schrift, ist das parallel zu ihren Aussagen? Steht das tatsächlich so? Und das war immer wieder eine bereichernde Zeit. Bis heute hin. In den Sabbatschulklassen, auch in der Wortverkündigung, überall. Und das ist schön. Das Prüfen muss für jeden zur Selbstverständlichkeit werden.
Und wir sehen hier in 1. Thessalonicher oder lesen hier folgende Aussage: Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles. Alles. Auch das Schlechte. Alles prüfen. Und dann kommt die Aufforderung und das Gute behaltet. In dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 26, schreibt die Botin Gottes über ein altes Problem. Es geht hier um Fanatismus. Kann eine Religionsgemeinschaft fanatisch werden? Ich werde jetzt ein Beispiel nennen. Ist gesunde Ernährung wichtig? Ja, nicht so zögerlich. Natürlich, das gehört zum Leben. Gesunde Ernährung. Ja, wir sind ein lebendes Heiligtum. Als solches sind wir erschaffen und wir haben dieses Heiligtum reinzuhalten. Ja? Und dazu ist Ernährung, aber die richtige Ernährung wichtig. Wenn ich aber die Ernährung zur Religion mache, und dann ist das Fanatismus. Leute, dann geht das in die falsche Richtung. Wenn ich nur dadurch errettet werde, dass ich mich richtig ernähre, dann geht das an Jesus Christus vorbei. Und das ist keine gute Sache. Nur ein Beispiel. Gut, in dem eben angekündigten Text aus dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 26, steht unter der Überschrift: Wenn Grenzsteine versetzt werden. Kann man Grenzsteine versetzen? Man kann das. Man gräbt den Grenzstein aus, setzt ihn an eine andere Stelle und sagt, das gehört mir. Gibt es bei uns in der Eifel sehr oft. Nun, ich bin nicht so verrückt und kontrolliere auf meinem Grundstück täglich die Grenzsteine. Ja, also, aber es gibt es, das gibt es tatsächlich, ja, dass Grenzsteine versetzt werden. Aber hier geht es um geistliche Dinge, um religiöse Dinge, die wichtig sind, die tatsächlich die Errettung unseres Lebens ausmachen. Ja. Welche zwei Dinge sind für die Adventgemeinde wichtig? Ich wiederhole die Frage. Welche zwei Dinge sind für die Adventgemeinde wichtig? Und Gott, der uns liebt, zeigt uns das durch eine Botin, die er auserwählt hat, deutlich auf. Und da heißt es, zwei Dinge sind für die Gemeinde Jesu wichtig. Sie muss die Grundlagen ihres Glaubens kennen. Kennen wir die Grundlagen unseres Glaubens? Wir haben ein wenig heute darüber gesprochen. Wir konnten das natürlich nicht so ausführlich. Aber kennen wir die Grundlagen unseres Glaubens? Was sind die Grundlagen unseres Glaubens? Ihr müsst mir jetzt keine Antwort darauf geben. Aber kennen wir sie? Setzen wir uns tagtäglich mit den Grundlagen. Liebe Freunde, ihr kommt zu uns, ihr besucht uns. Es ist immer wieder schön. Es ist fantastisch, wenn ich Gesichter sehe. Das gibt mir die Hoffnung auf das, was Jesus uns versprochen hat. Er möchte jeden Menschen retten. Er liebt jeden Menschen. Und das Schöne ist, dass man hier auch in einer besonderen Gemeinschaft alles das von Jesus hören kann. Aber Grundlagen des Glaubens kennen, nicht nur hören, kennen, studieren, das ist wichtig. Und die zweite Sache ist die, und die Gemeinde darf ihre eigene Geschichte nicht vergessen. Warum? Also ich muss jetzt wieder auf etwas zurückgreifen, was ich vor fast 24 Jahren erlebt habe. Ich werde nie vergessen, die Stunden vergessen, die ich mit meinem Glaubensbruder Dedic verbracht habe. Kann ich nicht vergessen. Man strengt sich schon mal an, aber ich kann es nicht immer wieder. Und er war hartnäckig. Dass mich das fast genervt hat, aber diese Hartnäckigkeit, die war so bemerkenswert. Heute sage ich, danke Gott. Danke Gott, dass du mir diesen Mann auf den Pelz, auf den Leib geschickt hast.
damit ich dahin komme, wo du mich haben willst, nicht wo du mich haben willst. Und das Schöne daran ist, dass ich da drin aufgehe, dass ich Frieden gefunden habe, dass ich Freude gefunden habe, dass ich nach hier kommen kann, dass wir uns hier versammeln können, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, mit unseren Liebsten, mit unseren Freunden, mit allen, die zu Gott gehören wollen. Dafür danke ich Gott. Also wir müssen die Grundlagen unseres Glaubens kennen. Und wir dürfen unsere eigene Geschichte nicht vergessen. Weiterhin führt die Botin Gottes einen interessanten Vers an. Es ist tragisch, und das ist eine Tatsache. Es ist tragisch, dass so viele ihr Vertrauen kritiklos auf Menschen setzen, die mit neuen Theorien die Erfahrungen der Vergangenheit in Frage stellen und dabei sind, die Grundlagen unseres Glaubens zu zerstören. Zu unterwandern, zu zerstören, richtig. Geballte Kraft kommt da zutage. Und sowas von wie sage ich mal, subtil angelegt, behutsam angelegt und trotzdem erschreckend schlimm. Und dann warnt uns hier, warnen uns die Zeugnisse, wer sich von solchen Geistern so leicht beeinflussen lässt, muss sich fragen lassen, wem er nachfolgt. Muss sich fragen lassen, wem er nachfolgt. Deshalb prüft und prüft nochmal. Alles, was ihr hört, alles, was ihr lest, prüfen. Prüfen. Nun, hier heißt es, wir sollten die Glaubenserfahrungen der Vergangenheit niemals aus den Augen verlieren. Was waren das für Glaubenserfahrungen? Was hat die Gemeinde für Glaubenserfahrungen gemacht? Zum einen, Gottes heiliges Werk darf nicht beeinträchtigt werden. Mein Auftrag ist es, die Gemeinde besonders, aber diejenigen, die sich der Verkündigung des Evangeliums zur Verfügung stellen, davor zu warnen, Gottes Werk durch eigenwillige Schriftauslegungen in Misskredit zu bringen. Gibt es sowas? Haben wir so eine Entwicklung? Denkt drüber nach, Geschwister. Solche Erscheinungen, mit denen wir in der Anfangszeit unserer Bewegung zu tun hatten, werden auch in der Zeit kurz vor dem Ende der Welt auftreten. Damit werden wir konfrontiert werden. Und glaubt mir, meine Beobachtungsgabe, dank Gottes Hilfe, zeigt mir, dass das schon eingetreten ist. Definitiv. Hier. In unserer Gemeinde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch überall in der Gemeinschaft, nicht in jeder Gemeinde, aber zum Teil in einigen Gemeinden, der Fall ist. Was passiert? Was waren das für Glaubenserfahrungen? Fanatismus. Glaubenserfahrungen mit dem Fanatismus. Der Fanatismus erhebt erneut sein Haupt. Die Lehre vom Holy Flesh, vom heiligen Fleisch. Ich bin ohne Sünde, ich darf nicht mehr sündigen, ich werde nicht mehr sündigen. Die Lehre vom Holy Flesh ist eine Irrlehre. Es ist wahr, dass jeder von uns ein geheiligtes Herz empfangen kann. Aber es ist falsch, wenn behauptet wird, man könne in diesem Leben einen unbefleckten, sündlosen Leib bekommen. Was muss man hier verstehen in dem Zusammenhang, wenn man von Sündlosigkeit spricht oder über Sündlosigkeit spricht? Paulus schreibt,
Lasst uns zuvor diesen Text lesen. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das hat nun Paulus, was seine charakterlichen Eigenschaften anbetraf, für sich so entdeckt, mit Gottes Hilfe. Und was werden wir erleben? Was werden wir erleben? Ihr werdet erleben, dass diese Gruppe, also die Tendenz dahin hat, dass diese Gruppe schließlich behaupten wird, gar nicht mehr sündigen zu können. Weil sie im heiligen Fleisch leben, sei nun all ihr Tun heilig, damit wird ja Verführung Tür und Tor geöffnet. Und das Ganze spinnt sich weiter. Das heißt dann, wir haben den Geist, wir sind die Auserwählten. Und nur das, was wir sagen, ist richtig. Die Tendenz dahin ist da. Die Schrift sagt, dass die Heiligung des Leibes, der Seele und des Geistes unser Ziel sein soll. Ja oder nein? Sie sagt das ganz deutlich. Das muss unser Ziel sein. Wann? Tagtäglich. Nicht nur morgens, nicht nur mittags, nicht nur abends. Tagtäglich. Und um diese Heiligung zu erfahren, was müssen wir tun? Wir müssen mit Gott zusammenwirken, nur mit ihm. Das führt uns dahin. Im Blick auf die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen können sich in körperlicher, seelischer und geistiger Hinsicht erstaunliche Veränderungen vollziehen, wenn man sich an die gottgegebenen Ordnungen oder Verordnungen hält. So ist das. So ist das von der Konstellation. Etwas Entscheidendes ist dabei zu beachten. Leibliche Vollkommenheit allerdings ist nicht zu erreichen, wohl aber eine völlige geistliche Erneuerung. Ich bekomme jede Menge E-Mails und mich ärgert das manchmal, da steht dann da Neugeburt, über Neugeburt, Neugeburt, Neugeburt und nochmals Neugeburt und nochmals. Ich persönlich, ich habe nichts gegen Neugeburt, die gehört zum Leben eines, wie sagt man, Christen, ja, die erfolgt diese Neugeburt. Aber was ist dann? Was ist nach dieser Neugeburt? Jesus sagt zu Nikodemus von Neuem, so kannst du nicht das Reich Gottes erben. Sei denn, wirst von Neuem geboren. Aber das ist ein Prozess, ja? Heiligung ist ein Prozess. Wir sollten uns dabei aber nicht auf das verlassen und jetzt überlegt gut oder denkt nach, was uns dieser Text hier sagt. Wir sollten uns dabei aber nicht auf das verlassen, was der Mensch tun kann, sondern auf das, was Gott durch Christus bereits für uns getan hat. Wisst ihr, was wäre, wenn Jesus das, was im himmlischen Rat beschlossen wurde, nicht getan hätte? Was wäre? Bitte? Lauter, Franziska. Habt ihr das gehört? Bitteschön. Und ich danke dir, Schwester Franziska. Ich liebe dich. Fanatismus ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, ich sollte etwas über die religiösen Auswüchse aus der Frühzeit unserer Geschichte veröffentlichen, damit unsere Geschwister heute nicht auf ähnliche Dinge hereinfallen. Wenn fanatische Geister sich mit absonderlicher Frömmigkeit interessant machen möchten, sollten wir uns umso konsequenter zur klaren und nüchternen Lehre der Bibel bekennen. Was wird die letzte große Täuschung Satans sein? Was wird die letzte große Täuschung Satans sein?
Dankeschön, Bruder Dedic. Hättest du lauter sagen können. Die letzte große Täuschung Satans wird es sein, dass er das Zeugnis des Geistes Gottes völlig unglaubwürdig und wirkungslos zu machen versucht. Wirkungslos, was heißt das? Das Zeugnis Gottes wurde wann wirkungslos gemacht oder zumindest versucht wirkungslos zu machen? Als Kain seinen Bruder Abel tötete, da wurde versucht, das Zeugnis Gottes wirkungslos zu machen. Hat Satan das erreicht? Hat er das geschafft? Hat er nicht. Hat er nicht. Und interessant ist, wenn man sieht, in der Abfolge der Geschichte des Volkes Gottes, wie Satan seine Angriffe immer wieder aufs Neue gestartet hat und praktisch versucht hat, in die Mitte des Volkes Gottes, sage ich mal, eine Botschaft zu festigen, eine falsche Lehre. Und deshalb sind wir gewarnt, in dem Buch Evangelisation steht fest zur biblischen Wahrheit. Feste zur biblischen Wahrheit stehen, was heißt das? Was heißt das? Wenn wir fest zur biblischen Wahrheit stehen und prüfen, was Gott uns durch sein Wort sagt, was heißt das? Glaubt an Christus als einen persönlichen Heiland. Er ist und wird immer unser Fels des Heils sein. Das Zeugnis Gottes ist wahr. Ändert euren Glauben nicht wegen irgendeiner Lehrmeinung, die eure Seele verführen will, wie entsprechend sie auch erscheinen mag. Und diese negativen Folgen aus diesen, ich sage mal, Lehrmeinungen, die dann angenommen werden, erfolgt Folgendes. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Und das ist nicht das Ziel Gottes, das ist das Ziel Satans. Und das hat Folgen, negative Folgen. Wie sieht das praktisch aus? Er, also Satan, wird göttliche Visionen vortäuschen und Wahres mit Falschem vermengen. Die Folge daraus ist die, das führt am Ende dahin, dass die Menschen alles als Betrug oder Fanatismus abtun, was übernatürlichen Ursprungs ist. Seht ihr das? Da kommen Dinge rein, die sind da, und dann wirst du praktisch von dem Tatsächlichen, von der Wahrheit weggeführt und du hast es schwer, dich zu orientieren. Du bekommst plötzlich Probleme, die Dinge richtig einzuordnen. Und deshalb ist es wichtig zu prüfen. Richtig zu prüfen. Die Gefahr hier, was uns hier praktisch aufgeführt wird oder textmäßig angesagt wird, ist die, selbst wenn Dinge der Wahrheit entsprechen, diese Dinge als Fanatismus abgetan werden oder können, werden können. Ja? Nur denen, die aufrichtigen Herzens zu Gott gehören, wird es gelingen, Wahrheit und Irrtum auseinander zu halten. Eine weitere Entwicklung ist die, dass es innerhalb der Gemeinde immer Gruppierungen geben wird, die mit fanatischem Eifer Irrtümer feilbieten. Sie meinen, Gott habe sie dazu berufen, Zeit und Stunde der Erfüllung noch ausstehender Prophezeiungen zu enthüllen. Das ist eine ganz extreme Geschichte, dass wir hier, sage ich mal, zum Teil auch selber überfordert sind. Und ich weiß jetzt nicht, in Bezug auf Fehldatierungen, inwieweit der Stand oder euer Stand oder eure Denkweise ist. Aber wir müssen uns hier Folgendes oder sollten uns Folgendes in dem Zusammenhang zu Herzen nehmen. Über Dinge, die sich nicht biblisch belegen lassen und die mit unserer Erlösung nichts zu tun haben,
sollte man besser nicht reden. Warum? Warum soll man über diese Dinge nicht reden? Die bringen uns, das ist vergeudete Zeit. Die führen uns nicht dahin, wo wir eigentlich stehen sollen. Die lenken ab vom Tatsächlichen, von der Wahrheit. Und was sollen wir tun? Es ist an der Zeit, solche Auswüchse beim Namen zu nennen, offen anzusprechen, nicht, na ja, sagt, was machen wir, wenn jemand etwas Schlechtes über uns redet, was wirklich nicht der Wahrheit entspricht? Was machen wir dann? Halten wir da still? Wir schlucken, ne, Uschi? Sagen wir auch, da weiß ich, das ist eine Jäg, da kannst du nicht für voll nehmen. Wir wissen, manche Leute sind eben halt so, wie sie sind. Dann nimmt man das nicht so ernst. Aber es gibt auch Leute, die meinen es ernst. Und da muss man entgegensprechen. Da muss man die Wahrheit sagen. Da muss man sich nicht verstecken. Auswüchse beim Namen nennen. Und da steht in der Frühzeit der Adventbewegung also zu nennen und ihnen wie in der Frühzeit der Adventbewegung in der Kraft des Geistes Gottes entgegenzutreten. Einige solcher Anschauungen sind zum Einfallstor für fanatische Strömungen geworden. Irrtümer aus der frühen Adventbewegung, die wiederholen sich. Lehren, die sich schon in den Jahren um 1844 als Irrtum erwiesen hatten, werden wieder ausgegraben. Und deshalb müssen wir zwei Dinge beachten, die Glaubensgrundlagen kennen und auch die frühere Adventgeschichte. Die müssen wir kennen, weil wir wieder mit diesen Dingen konfrontiert werden, die eben halt in früheren Zeiten passiert sind. Wir leben in einer Zeit, in der wir erkennen müssen, was wichtig ist, nämlich Gottes Wort zu studieren. Und das lesen wir hier. Studiere das Wort Gottes. Lass dich nicht von Gefühlen kontrollieren. Ja? Gefestigten Glauben. Wir brauchen einen gefestigten Glauben, dass Fühlen nicht Glauben ist. Fühlen ist nicht. Gefühle können täuschen. Gefühle können täuschen. Wir werden zu Dingen aufgefordert. Jene, die in unseren Städten für den Herrn arbeiten, sollen die Türen für solche Erregungen und solchen Fanatismus fest verschließen. Und das hat einen sehr tiefen Hintergrund. Das Wort Gottes ist unsere Heiligung und Rechtfertigung, da es unsere geistige Nahrung ist. Dieses Wort zu studieren heißt, also Gottes Wort zu studieren, heißt, von den Blättern des Baumes des Lebens zu essen. Das ist interessant. Von den Blättern des Baumes des Lebens zu essen. Tun wir das? Pflücken wir uns jeden Tag so ein Blättchen ab? Die Eigenschaften, diese charakterlichen Eigenschaften, die daraus praktisch entstehen, die für Christus arbeiten, sollten Männer und Frauen großer Verschwiegenheit sein. Nicht irgendwelche Dinge losplappern. Und schon gar nicht irgendeiner geschickt ausgedachten Fabel. Ja. Das sind Sachen, es gibt Menschen, die fühlen sich zu irgendwelchen Dingen, Verkündigungsbotschaften gedrungen und müssten und meinen, sie müssten irgendetwas verkündigen, was aber tatsächlich nur geschickt ausgedachte Fabeln sind. Wie hat Jesus praktisch das Wort verkündigt?
wie. Christus hat selten versucht zu beweisen, dass die Wahrheit Wahrheit ist. Und jetzt, wie ist er vorgegangen? Er veranschaulichte die Wahrheit in ihrem Zusammenhang und dann überließ er es seinen Hörern, sie anzunehmen oder zurückzuweisen. Er zwang niemanden zu glauben. Und in der Bergpredigt kommt das ganz deutlich zum Ausdruck. In Christi Lehren ist keine lange, weit hergeholte und komplizierte Beweisführung zu finden. Er kommt direkt zum Punkt. Das ist nicht so, dass er weit ausholt und versucht, einen Text wiederum durch andere Texte so, sage ich mal, zu belegen oder zu entkräften. Wenn wir eine Unwahrheit hören, wir wollen sie mit biblischen Texten belegen, dann kommt sofort wieder etwas, wird wieder etwas integriert, was aber nicht eindeutig, sondern mehr als zweideutig zu sehen ist. Und wir müssen als Gemeinde oder als Gemeindeglieder darauf reagieren. Satan beunruhigt und verwirrt gerne junge Glaubensgeschwister. Tut er das? Tut Satan das? Ja? Er tut das. Hat er überhaupt kein Problem mit. Und wie? Wo sich auch immer eine kleine Gruppe von Gläubigen gebildet hat, da ist es das fortwährende Ziel Satans, sie zu verunsichern und durcheinander zu bringen. Da macht er das mit irgendwelchen Klamotten, das ist unvorstellbar, das ist wahr. Und deshalb sind wir gewarnt, und das heißt es in Evangelisation, es mangelt nicht an Theorien, die Neubekehrte täuschen können. Und auch das erleben wir. Und warum ist das so? Jesus tadelte die Pharisäer, er sagte, ihr habt den Teufel zum Vater, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und deshalb prüfen. Prüfen, was wir gesagt oder beziehungsweise nicht gesagt bekommen, sondern was wir hören. Wir müssen uns mit den Dingen heute mehr denn je auseinandersetzen. Wenn ich hier oben stehe und etwas verkündige, dann gilt es für euch, das zu prüfen. Nicht, weil ich euch sympathisch bin oder unsympathisch, spielt keine Rolle. Ich meine, es gibt Wortverkündiger, die sind nicht jedem sympathisch, weil sie die Wahrheit verkündigen. Ja, viele Prediger, die meisten, die gehen da sehr behutsam dran, weil sie keinen erschrecken möchten, was ich auch nachvollziehen kann. Das ist ja logisch. Wahrheit tut weh. Ist so. Aber auch wir sind aufgefordert zu prüfen. Denn der Vater der Lüge ist Satan. Und Satan ist beständig darauf aus, Menschen vom rechten Weg abzubringen. Er ist der Vater all der religiösen Meinungsverschiedenheiten. Wie schön wäre es doch auf dieser Welt, wenn wir alle einer Meinung wären. Sind wir aber leider nicht. Ich hatte mal Bruder Golubitsch gefragt, wie viele Religionsgemeinschaften es gibt, und ich meine, die Antwort wäre so 58 gewesen. 52.000. Ach du Scheiße. Seht ihr, wie gut, dass er jetzt da sitzt. 52.000. 52.000 verschiedene Lehrmeinungen. Meine Herren, das ist mehr Volk oder Meinungsverschiedenheiten, als in Tivoli reingehen. Ja? Und das ist doch erschreckend. Wem soll man jetzt glauben? Wem soll man jetzt vertrauen? Und die Geschichte, die hört ja hier nicht auf. Immer wieder entstehen neue Glaubensgemeinschaften und die erklären dir wieder was Falsches. Bibeltexte werden aus ihrem Zusammenhang gerissen und so zitiert, dass einer Unwahrheit der Anschein der Wahrheit gegeben wird. Jetzt lasst euch das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Bibeltexte werden zitiert. Die werden aus ihrem Zusammenhang gerissen und so zitiert, dass einer Unwahrheit, einer Lüge praktisch
der Anschein der Wahrheit gegeben wird. Schrecklich. Und deshalb lesen wir in dieser Textzusammenstellung auch falsche Lehren von anerkannten Gläubigen. Wir werden alle ernsthaft geprüft. Leute, die vorgeben, an die Wahrheit zu glauben, werden zu uns kommen und versuchen, uns falsche Lehren aufzudrängen. Zwei Dinge müssen wir hier beachten. Nicht nur eine falsche Lehre wird verkündigt, sondern sie wird uns aufgedrängt. Versucht werden, uns aufzudrängen. Wie schlimm ist das, wenn dir jemand sagt, hey, wenn du das nicht glaubst, kommst du nicht in den Himmel. Wenn ihr diese Botschaft, diese Lehre nicht annehmt, dann bist du nicht gerettet. Wie schlimm ist das? Deshalb müssen wir prüfen, überprüfen, nachprüfen, so viel und so lange wir auf dieser Erde leben. Es reicht nicht aus, wenn ich zu Bruder Golubic gehe oder zu Bruder Dedic oder zu Bruder Stojanovic oder zu meinen lieben Schwestern, die sich gut auskennen in der Schrift. Nein, ich muss mich selber mit diesen Dingen auseinandersetzen. Gott fordert das von mir, damit ich mir selber ein richtiges Bild über Unwahrheit und Wahrheit machen kann. Es reicht nicht aus, wenn ich sage, ja, das verstehe ich nicht, lass mich mit diesem Kram in Ruhe. Nein, das reicht nicht, Freunde. Ich selber musste das auch lernen, in verhältnismäßig kürzester Zeit. Hier in diesem Text geht es nicht nur um die Verkündigung einer falschen Lehre, sondern auch um das Aufdrängen einer falschen Lehre. Und Gottes Wort sagt hier etwas ganz Wichtiges, offenbart uns hier etwas ganz Wichtiges. Ich sage aber, lebt im Geist, tun wir das nicht, dann sind wir auf verlorenem Posten. Und dann werden hier Begierden des Fleisches praktisch, ich sage mal, angeführt, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, aber auch hier Spaltungen. Und das resultiert aus diesen Tatsachen. Spaltungen. Was ist, wenn ich zum Bernhard sage, komm, wir fahren nach Berlin? Und Bernd sagt, nee, ich bleibe in Aachen. Was passiert? Hier trennen sich unsere Wege. Wir können nicht, da haben wir nichts gemeinsam. Ist doch so. Da haben wir nichts gemeinsam. Wenn Inge, meine Frau, sie ist heute nicht hier, zu mir sagt, ich liebe dich, und ich sage, nee, ich dich nicht, dann haben wir nichts gemeinsam. Das ist natürlich umgekehrt der Fall. Ich liebe sie genauso. Aber das sind die Verhältnisse, das sind die Gemeinsamkeit. Ja? Leben im Geist. Wenn wir im Geiste leben, dann werden wir auch eine ganz andere Richtung verbringen können, ausführen können. Ja? Aber hier, das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Und an anderer Stelle hier noch einen weiteren Text. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Was habe ich von einer neuen Lehre, die Spaltung hervorruft? Sag mir mal bitte, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn sich Brüder trennen voneinander und sagen, hey, wir sind und wir haben und was habe ich davon? Haben wir was davon? Christus hat es vorhergesagt, dass die Zunahme von falschen Lehrern mehr Gefahr für seine Nachfolger mit sich bringen wird, als es durch Verfolgung geschehen würde. Hier, Zunahme von falschen Lehren birgt mehr Gefahr. Die Zunahme, viele falsche Propheten, das war der Eingangstext. Bitte schön, Vladi. Die Sachen weiß, welche Sprache sind, dann sind sie schwach. Wenn Dinge meistens sind, sie Gemeinschaft macht stark, Spaltung macht schwach. Das ist es. Dankeschön, Vladi.
Diese Warnung, die wir jetzt hier gerade gelesen haben, die wird mehrfach wiederholt. Setzt euch hier in dem Buch Evangelisation damit auseinander, wenn ihr Zeit findet. Diese Warnung, auf solche Verführer, die mit ihren so wissenschaftlichen Problemen kommen, muss ein Volk mehr achten als auf jede andere Gefahr. Da wird die Schrift genommen, da werden die Zitate, die Zeugnisse genommen, die werden wissenschaftlich so toll aufgeführt, liebe Freunde, dass sogar die Auserwählten es schwierig haben, das genau zu, wie sagt man, zu erkennen. Ja? Ja? Gottes Wort warnt uns hier. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie. Keine Philosophie. Lass es nicht zu. An weiterer Stelle, hier, die Worte sind da, ich könnte noch mehr, aber das sprengt den Zeitrahmen. Paulus und die falschen Apostel, hier. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Ja. Was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun und denen den Anlass nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen. Wir haben das Wort. Nur wir, ihr müsst uns glauben. Wir haben den Geist. Was ist das? Das ist Rühmen. Aber das ist ein falsches, verkehrtes Rühmen. Das kann nicht sein. Ich habe noch nie von einem gehört hier, also zumindest... Ich muss das jetzt ein bisschen ja, korrigierend einbinden. Ein wahrer Nachfolger Jesu Christi wird nie von sich behaupten, er besitzt den Geist. Er wird in Demut sich vom Geiste füllen lassen. Ja oder nein? So ist das. Er wird sich entleeren von den Dingen, die in seinem Herzen gegen Gott gerichtet sind. Und der Geist Gottes wird ihn daraufhin erfüllen, wird sein Herz erfüllen und ihn stärken, seinen Glauben stärken, sein Leben stärken. Wir werden in die göttliche Richtung gezogen, immer mehr gezogen. Und das ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Erfahrung, die letztendlich jedem Menschen zuteil wird, der bereit ist, mit Gott eine Beziehung und ein Verhältnis einzugehen. Hier in diesem Text, da haben wir einen weiteren Hinweis, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Jetzt meinen wir, und dann sind wir gleich am Ende, wir meinen, wenn wir das hier lesen, oder welche Vorstellung haben wir, wenn wir das lesen? Der kommt in einem Lichtkleid, steht vor uns oder erscheint irgendwo, ist das aber alles? Er wird das tun, natürlich wird, das sagt uns die Schrift ganz deutlich, aber passt auf. Vorher passiert noch etwas anderes. Verstellt sich als Engel des Lichts. Wenn Satan sich als Engel des Lichts verstellt, dann passiert etwas. Hier lesen wir wieder als Überschrift Satans Anstrengung, Gottes Volk zu spalten. Wenn Satan als ein Engel des Lichts erscheint, versucht er Seelen mit seinen Fallstricken einzuwickeln, um sie zu täuschen. Solche, die vorgeben, von Gott unterrichtet worden zu sein, werden verführerische Theorien annehmen. Die haben die nicht selber entdeckt, die haben die angenommen, die haben diese Theorien, diese falschen Theorien angenommen und in ihren Unterweisungen diese abweichenden Gedanken so ausschmücken, dass satanische Trugschlüsse hineingebracht werden. Wo? Wo werden satanische Trugschlüsse hereingebracht? Bitte? In die Gemeinde. Früher schon im Volke Gottes hat er das versucht und heute, ich sage auch früher die Gemeinde, und heute versucht er das auch. Und das ist für ihn nicht schwer. Warum? Weil wir es versäumen oder versäumt haben, zu prüfen. Wenn es zu irgendeiner neuen Lehre kommt, was ist unweigerlich die Folge davon? Man wird ihm glauben oder nicht. Das heißt, 30, 40 werden der Unwahrheit glauben, werden
von Gott weggerissen. Aber warum glauben sie? Sie glauben einer Person, sie glauben nicht dem Wort Gottes. Du musst, und dazu bist du verpflichtet, diese Lehre anhand der Schrift und anhand der Zeugnisse zu prüfen. Aber welche Methode sehen wir hier? Verführerische Theorien annehmen, satanische Trugschlüsse werden hineingebracht. Wir sind uns einstimmig klar, dass das die Gemeinde ist. Aber was passiert hier? Durch diese Dinge wird Satan als ein Engel des Lichts eingeführt und ihm die Gelegenheit gegeben, seine anziehenden Fabeln darzulegen. Diese Fabeln, diese Unwahrheiten, die sind nicht die sind anziehend. Lesen wir das genau. Anziehende Fabeln. Was sind wenn etwas anziehend auf mich wirkt, was passiert? Gefällt mir. Das ist die Sache und das ist die Gefahr. Aber auch das gilt es zu prüfen. Ja? Das ist ganz wichtig. Die kostbare Wahrheit wird dazu gebraucht werden, um dem Irrtum eine Grundlage zu geben. Wie schrecklich ist das? Wie schlimm ist das? Diese falschen Propheten, die behaupten, von Gott inspiriert zu sein, werden wunderbare Textstellen nehmen. Haben wir schon erlebt. Haben wir das erlebt? Wir haben es erlebt. Wir erleben das und wir werden es weiterhin erleben. Deshalb warnt uns Gottes Wort, nicht ich. Ich zitiere nur das, was ich gefunden und gelesen habe, dank Gottes Hilfe. Und ich möchte euch das klar und deutlich darstellen, weil nicht nur ich nicht verloren gehen möchte, ich lebe in der Hoffnung, erlöst unter den Erlösten zu sein. Ob ich das bin, weiß ich nicht, werde ich auch nie behaupten. Aber ich hoffe, dass wir alle eines Tages, warum? Weil ich euch alle mag und ich weiß auch, dass ihr mich mögt. Gerne haben, mag, mögen. Mann, deutsche Sprache. Korrigiere mich, Rebecca. Sie ist in der deutschen Sprache mächtiger als ihr Vater. Falsche und gefährliche Theorien bekleiden. Ja, hier. Wahrheit wird dazu gebraucht werden, um dem Irrtum eine Grundlage zu geben. Falsche und gefährliche Theorien werden mit der Wahrheit bekleidet. Ey, das ist so schlimm. Einer von den Pionieren hat gesagt damals, ich glaube, das war James White, ja, sagte, was nicht im Bild steht, auch nicht im Geist der Weisheit, sondern wir schweigen, darüber schweigen. Aber heute ist es so gekommen, so weit, dass die falschen Lehrer verdrehen einfach die Bibel und die Geistwahrheit sagen. Das ist nur schlimm. Und das, was Vladi gerade hier erwähnt, um einige von denen, die Gott in der vergangenen Zeit gesegnet hat, werden sich von der Wahrheit entfernen. Das sind frisch Getaufte. Ja? Oder einige, die sich praktisch für Gott entschieden haben, einige Zeit her. Und einige von denen, die Gott in der vergangenen Zeit gesegnet hat, Gott segnet Menschen, die sich für ihn entscheiden, das ist definitiv, werden sich von der Wahrheit, aber die werden sich von der Wahrheit entfernen und irreführende Theorien verteidigen, die so manchen Punkt der Wahrheit betreffen, eingeschlossen die Heiligtumslehre. Haben wir das nicht? Das hier ist einer unserer Grundpfeiler und der Grundpfeiler überhaupt, die Heiligtumslehre. Hier dreht es sich um Jesus Christus und hier dreht es sich um die Reinigung einer heiligen Einrichtung. Und da hat Sünde keinen Platz und das muss richtig klar und deutlich dargestellt werden. Und wenn schon Unterschiede oder Lehrmeinungen aufkommen zum Thema das Tägliche, ja, mittlerweile gibt es da, ich weiß nicht wie viele Theorien, das verwirrt nur. Aber das hier, das ist genau der Punkt, die so manchen Punkt der Weib eingeschlossen, die Heiligtumslehre. Bitte prüft das hier. Ich bitte euch darum. Welch große Täuschung kommt noch? Und dann sind wir am Ende. Satans Engel erscheinen. Das kommt nicht von mir. Wir werden mit Dingen konfrontiert werden, Geschwister, die uns wirklich wachrütteln sollen.
Satan wird jede Gelegenheit wahrnehmen, Menschen von ihrer Treue zu Gott abzuwenden. Er und die Wesen, die mit ihm fielen, werden auf der Erde als Menschen auftreten. Das kennen wir, wir wissen das. Haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Das ist im Prinzip nichts Neues. Aber jetzt passt mal auf. Auftreten, um zu täuschen, aber auch Gottes Engel. Seht ihr, wir sind nicht alleine, das sollte uns Mut machen. Aber auch Gottes Engel werden als Menschen erscheinen, um die Absichten des Feindes zu vereiteln. Satans Engel in der Gestalt von Menschen werden mit denen sprechen, die die Wahrheit kennen. Mickey, du bist gewarnt. Mickey, guck mal, aber nicht nur Bruder Didi, wir alle, hier, Satans Engel in der Gestalt von Menschen werden mit denen sprechen, die die Wahrheit kennen. Nun gut, okay, jeder von uns kennt die Wahrheit. Jeder kennt die Wahrheit. Und wir können alle von uns lernen. Ich kann von meinem Prediger, wir können von unserem Prediger lernen. Der Prediger lernt von uns, das ist ein Nehmen und Geben im Sinne Gottes. Jesus hat gegeben. Und wir können nehmen. Wir dürfen, wir haben ein Vorrecht, diese Dinge letztendlich anzunehmen. Aber prüfen. Jesus forderte auf uns zum Prüfen auf. Und wenn er das tut, wenn Jesus das verlangt, dann hat das einen tiefen Grund. Das muss uns klar werden. Ja, und das ist hier diese Sache. Aber hier, sie werden die Aussagen der Boten Gottes falsch darstellen und missdeuten. Wer sind die Boten Gottes? Wer sind Boten Gottes? Schwester Weid ist eine Botin Gottes zum Beispiel. Und wir? Wir sind Boten Gottes. Sind wir das? Ja. Und auch wir werden praktisch angesprochen werden. Und interessant ist, dass auch in dem Zusammenhang etwas auffällig ist. Welche charakterlichen Eigenschaften haben diese Engel? Diese gefallenen Engel, guck mal. Satans Engel werden in der Gestalt von Gläubigen. Da bist du baff. In der Gestalt von Gläubigen, seht ihr diese Täuschungen, unseren Reihen auftreten, um den Geist des Unglaubens nachhaltig zu verbreiten. Unterschwellig. Man sagt, Untergrundarbeit, ja, früher die Kommunisten, die haben Untergrundarbeit geleistet. Jetzt nicht, dass ich hier irgendwas Politisches einbringen möchte, aber es gibt in religiöser Hinsicht, gibt es wirklich Dinge, die im Untergrund, ich sag mal, praktisch integriert werden. Und in der Gestalt von Gläubigen, und hier warnt uns das, wendet euch aufrichtigen Herzens an Gott. Aufrichtigen Herzens. Wir sehen hier zwei Merkmale. Satan tritt auf in der Gestalt von Menschen und die charakterlichen Eigenschaften werden eine gläubige Einstellung sein. Ja. Ist eine gläubige Einstellung. Und jetzt gebe ich euch etwas Mut. Was hilft uns? Was hilft uns in diesen Zeiten praktisch, sage ich mal, Zeiten der Verwirrung zu stützen? Ja. Steht fest zur biblischen Wahrheit. Nicht irgendwie. Steht fest. Fest. So wie wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, fest auf dem Boden stehen, so sollten wir hier zur biblischen Wahrheit stehen. Und da heißt es, der Christ muss in der Wahrheit gewurzelt und gegründet sein. Gewurzelt und gegründet. Damit er den Versuchungen des Feindes widerstehen kann. Er muss eine dauernde Erneuerung der Kraft erfahren und fest zur biblischen Wahrheit stehen. Und jetzt, wie sieht das praktisch aus? Haltet euch fest zu eurem Herrn Jesus und lasst nie los. Was sagte Jakob? Hey, ich lasse dich los. Ich lasse nicht. Es sei denn,
Seid fest überzeugt von dem, was ihr glaubt. Was glauben wir? Wir glauben an die Wahrheit, aber nicht an die Unwahrheit. Aber davon müssen wir überzeugt sein. Jetzt besitzen wir die Wahrheit und dann kommt eine neue Lehre und dann trägt sie dich von der Wahrheit weg. Das ist es hier. Fest, seid fest überzeugt von dem, was ihr glaubt. Nicht nur lesen, studieren und verstehen, auch glauben. Das gehört dazu. Und das fest, fest. Lasst die Wahrheit des Wortes Gottes euch dazu führen, eure Herzen, Gedanken, Seele und Kraft im Gehorsam zu weihen. Verlasst euch auf ein einfaches, so spricht der Herr. Euer einziges Argument sei, es steht geschrieben. Das ist nicht kompliziert. Zum Schluss noch ein leicht warnender Hinweis. Mir wurde die Ursache gezeigt, weshalb Gottes Volk nicht stärker glaubensorientiert lebt und nicht mehr Gottvertrauen besitzt. Es lässt sich durch seine Selbstsucht einengen. Geschwister, Freunde der Adventbotschaft, der Adventhoffnung, bitte versucht das abzulegen. Selbstsucht. Es ist nicht die Menge der Zusammenkünfte. Wir können uns hier 100-mal in der Woche treffen. Können wir das? Wenn wir das wollen, können wir das. Das ist natürlich übertriebenermaßen schon sehr viel zeitaufwendig, aber wir können das. Das wäre jetzt nicht abwegig, aber gut. Es ist nicht die Menge unserer Zusammenkünfte, die Gott beeindruckt, auch nicht die zahlreichen Gebete. Er erwartet vielmehr, dass wir das Rechte zur rechten Zeit tun. Wollen wir das? Ja. Jeder von uns. Gott möge euch dabei segnen. Amen. Lasst uns still werden und beten. Unser himmlischer Vater, allmächtiger Gott. Lass uns darüber nachdenken, was wir heute von dir gelernt haben und gehört haben. Lass uns verstehen, Frauen wie Männer, Mütter wie Väter, Jungen wie Mädchen, dass wir Wächter auf den Zinnen sind. Hilf uns, dass wir Mitbegründer deines Reiches sein können. Schenke uns Kraft dazu. Stärke unseren Glauben, dass wir nicht verloren gehen. So segne jeden Einzelnen von uns. Ich bitte dich hier an dieser Stelle, ganz besonders für unsere Geschwister, die in hoher Verantwortung stehen. Hilf ihnen ganz besonders, und stehe ihnen bei, dass auch sie erkennen, was Lüge ist, damit sie nicht der Lüge glauben. Hilf unserer Gemeinschaft, zusammenzustehen. Lenke, führe und leite uns weiterhin durch deinen Geist. Wir haben so viel Potenzial in uns. Und trotzdem der Selbstsucht wegen schlafen wir zum Teil. Hol uns raus aus diesem Schlaf. Lass uns erkennen, was die Wahrheit ist. Stärke uns in den Zeiten des Bibelstudiums. Hilf uns, dass wir alle Wahrheit lernen, richtig einzuordnen. Lass uns nicht spekulieren. Hilf uns, zu unseren Brüdern und Schwestern freundlich zu bleiben, selbst wenn sie irren. Es gehört zu unseren Aufgaben, zu lenken, zu leiten und zu führen. In deinem Namen, Herr, so bitte ich dich und danke dir für alles. Amen. Amen.